zusammen. So, ich bin diese Tage in Bruchberg und ich hätte gerne hier einen Film machen. Ja, zwischen dieser Zeit hat mir immer Dana kleine Filmchen von hier geschickt. Ich muss nur die ab und zu blenden in meine Filmen. Auf jeden Fall, heute habe ich ein gespanntes Thema für euch, und zwar D+ bei Antenne, bei einer Satellitantenne. Ja, und das gleiche gilt auch für eine Markise, sagen wir. Aber jetzt sprechen wir über die Antenne, weil haben wir hier. Der D+ ist ein Muss oder ist nicht ein Muss? Und gleich erkläre ich euch, ob das ein Muss ist oder nicht. Und erstmal, ich zeige euch, um was die Leute hier arbeiten. Und zwar, hier haben wir ein spezielles Projekt. Und zwar, das ist eine DHL, eine alte Schätze von DHL. Der Kunde hat die gekauft und wir sind am Arbeit. Er bekommt viele, viele Sachen. Was haben wir bis jetzt geschafft? Der 2000er Victron wollte er, so hinten will er mehr Platz möglich, so deswegen hat er gesagt, was konnten wir hier nutzen, vorne machen wir auch vorne, und haben wir entschieden mit der Kunde, der Wechselrichter da hinten einzubauen, eine 2000er, die erste Batterie 300er Boltron da unten, die zweite kommt hier unten, hinten diese Sitz, hier unten ist der Booster vom WCS, 60 Ampere, mit Sicherung und alles nötig. Dann auf dem Dach kommt zwei Kreise Solar, ein MP, ist gar kein Solar auf dem Dach bis jetzt. So, erste MPPT ist montiert, zweite kommt hier neben. Hier kommt eine Sitzbank, so das bleibt in Sitzbank. Hier haben wir die Außensteckdose, wo der Kunde Strom steckt, gemacht. Hier haben wir eine zur 230 Verteiler gemacht und hier haben wir die 12 Volt Verteiler gemacht. Bad, Küche, Schlafzimmer, Wasserpumpe, das haben wir überall Leitungen gezogen. Überall sind 12 Volt und 230 Volt Verteiler. Hier kommt der Kühlschrank, haben wir Kabel für den Kompressor-Kühlschrank. Hier ist die Leitung zum Solar. Dann sind wir auf der anderen Seite, haben wir hier wieder 12 Volt für Bad, 12 Volt für Küche. Dann haben wir hier 230 Volt wieder für diese Seite. Und dann hier haben wir eine 12 Volt für Wasserpumpe, kommt morgen die Truma Dieselheizung. Das wird auch da angeschlossen und hier 12 Volt praktisch für hintere Seite. Hier kommt die Schlafbereich. Ja, dann kommt ein paar Lichter oben und so weiter. So, Truma kommt, so müssen wir die Leitung für Dusche. Hier kommt die Duschkabine, da kommt die Toilette, Küche. So, hier müssen wir die Leitung legen mit Warmwasser und Kaltwasser. Hier kommt die Hauptpanel sozusagen. Ja, haben wir Vorbereitung gebracht für Wasserpumpe. Das ist ein Hauptschalter für die ganze 12 Volt Geschichte und so weiter. Und wie gesagt, auf dem Dach kommt, ich glaube, 8 Module. 8 Module, eine Antenne, eine Sidetrack, ich glaube, eine Sidetrack und eine Heckdach vorne. Das war's. Ja, schon. Hier arbeiten die, wenn die Zeit haben. Ja. Zwischen dieser Zeit, wir arbeiten jetzt heute an zwei Autos. Und zwar haben wir eine Katagos Schick C-Line, nagelsneues Auto, 2 Wochen alt, und eine Malibu. Beide nagelsneues Auto. Fangen wir mit dem Malibu. Malibu hat 2 Module auf dem Dach. Bekommt er eine LTE-Route, Nighthawk, bekommt er
Lithium-Batterie, Wechseldichter und eine Max-Fan hinten. So, das ist der Highlight. Hier arbeiten wir mit drei Leuten. Und zwar auf dem Dach bauen wir vier Module. Wir gehen gleich hoch und ich zeige euch. Wir bauen eine große Twin Den Half, so diese Oyster 5. So, eine Sekunde. Ich bin am Filmen, ich rufe dich gleich zurück. Dann eine LTE-Antenne, eine 5G-LTE-Antenne. Das ist neu von Teltonika, das ist auf Wunsch von der Kunde. Mit dem Router. Was für eine Router haben wir, Michael? Michael ist ja auch hier mit uns. Hi, Michael. Hi. Das ist neu, ja? Das ist die neue, ja. Die Kunde wollte so unbedingt das haben. Genau. X50. Genau. Bis jetzt haben wir Route X11. Ja, keine Ahnung, 13 und so weiter, aber 50, das ist erstes Mal. Was ist so besonders bei dir? Ja, die sollte viel besser sein. Die Kunde hat sich sehr viel informiert. Genau. Es gibt auch und sehr viel Video über den Produkt. Mhm. Und die kämpfen jetzt, welche ist besser, oder eine Nighthawk oder der? Nightgear. Nightgear, Nighthawk. Ja. Der bekommt der Malibu, aber wie gesagt. Ja, ja. Genau. Was hat der neu? Neu hat er hier die zwei Anschlüsse, weil normalerweise kommt immer mit zwei Mobile. Ja. Und jetzt hat er vier Mobile. Vier Mobile. So bedeutet, wir haben hier vier Kabel mit Data. Die kommen in diese vier, dann haben wir, was haben wir noch? Die WLAN, die das sind optional, oder machst du da oben, oder machen wir diese Antenne hier diese hinten. Und dann, was haben wir hier noch? Das ist GPS. Ja. Das ist der GPS. GPS ist das gleiche, haben wir auch die optional, konnten wir, der kommt mit einer kleinen Antenne, ja. Kann man auch hier anschließen. So, dann schauen wir kurz rein. So, hier sind die Kabel, hier ist die ganze Vorbereitung. Genau das ist das Thema, was wir werden heute sprechen mit den Leuten. Was bekommt er noch? Vier Module? Ja. Lithium-Batterie, zwei Batterie habe ich verstanden. Ja. Und dann Wechselrichter hat er schon, der Dometic, hier sieht man. Aber der will keine Dometic, weil... Er möchte alles auf Victron, weil er kriegt ein Servo. Genau deswegen. Und dann kann er alles schön über die Servo sehen. Da kommt mein Booster, der hat den 25er von Schaut, der kommt weg. Ein Booster. Genau. Gut, Ladegeräte sind Kombi. Genau. Dann er will noch die Standby-Lader, Pro-Charger. Das hat er in dem... Er hat schon eine... den anderen Wohnmobil gehabt. Genau. Und er möchte das... Das ist ein Unterschied, haben wir gesagt, das ist ein Unterschied zwischen der und WCS. Ja, ja. Weil der braucht eine Ladequelle, aber das machen wir einen extra Film für so etwas. Er bekommt keinen Booster, er will keinen Booster oder hat Doch, er schon? Er hat einen 25er, aber er ist von Schaut, er möchte aber einen aber 30er von. Er will nicht den WCS. Also, okay, gut. Jeder kann für sich selbst entscheiden. Der Kunde ist König. Aber, wenn er sagt, genau. Ich will das nicht, dann. Aber der will sagen, als zusätzliche der 30er, weil er bekommt zwei Batterien, deswegen. Ja, ja. Und dann bleibt zu klein. Das ist aber die 150er Batterie. Kommen. Das zweimal 150. Ja, ja. Ja, trotzdem, 300. Weil die passen genau da bei die Kartaugen, wo die anderen Batterien sind. Okay. Das Thema ist noch nicht zum Ende mit dem Booster, ob wir die beide parallel laufen lassen. Genau. Oder der kann nur einer, den anderen können wir den Schalter machen, das ausschalten. Genau. Wenn er braucht die beide, kann er beide laufen lassen. Genau. Weil der Booster geht sowieso über den Schand für die Servo, also er kann das sehen, wenn die Booster arbeiten. Genau. Egal welcher Booster da drin ist. Ne? Genau. So, jetzt haben wir dieses Thema. Ist eine D-Plus oder ist nicht nötig bei Antenne? Er ist ein. Ist nötig, klar. Und ist ganz einfach, Leute. Sogar der Hersteller empfiehlt uns, eine Klemme 15 einzubauen. Und hat uns der Beispiel genommen. Sagen wir so: Du hast. Warum ist der D-Plus da?
in dem Fall, wenn mein Motor startet und die Antenne vergessen, die zuzuschließen, geht automatisch. Deswegen ist der D Plus da. Natürlich, das ist genau wie für die Treppen. Und dann viele sagen, nee, mache ich, kein Problem. Machen wir Schritt für Schritt und ich erkläre euch. Viele sagen, wenn keine D Plus da und ihr müsst noch Kabel legen, kostet mich noch 200, 300 Euro, dann lieber schließe ich meine Antenne. Okay, dann steht danach auf eure Rechnung, dass der Kunde war einverstanden, nicht eine D Plus zu anschließen, sondern er pflichtet sich selbst, die Antenne zu schließen, nicht zu vergessen offen. In der Fall, dass etwas passiert, dann ist nicht unsere Schuld, der Schuld ist der Kunde. Was soll ich sagen? Aber warum brauchen wir, wie Michael gesagt hat, du stehst irgendwo, egal ob im Campingplatz, Stellplatz oder irgendwo frei, hast du die Antenne, guckst du Fernseher und entscheidest du wegzufahren, hast du deine Antenne vergessen. In dem Moment, in dem Motor an ist, dann D Plus gibt dieses Signal zu Antenne und die Antenne schließt und dann hast du kein Problem. Dann gehst du irgendwo in einen Tunnel oder irgendwo, wenn die Antenne ist offen, dann machst du den Tunnel kaputt. Aber was ist, wenn die Antenne fließt und hinten ist ein Auto oder auf der Autobahn eine Person? Das ist gefährlich. Nicht, dass du hast deine Antenne kaputt gemacht oder du keine Ahnung. Gut. Warum habe ich gesagt, dass sogar der Hersteller sagt, bei dem neueren Auto, wie unser Fall, nicht D Plus, sondern Klemme 15? Weil die intelligente Lichtmaschine, wenn die Starterbatterie voll ist, schaltet ab, aus. Ja. Wenn die ausschaltet, was passiert? Die produziert auch keinen Strom, aber auch kein D Plus. Bedeutet in diesem Moment, die Antenne hat kein D Plus mehr. Die geht nicht zu. Und dann hast du irgendwo der Receiver oder dieser Teil, wo fährst du die Antenne irgendwo in ein Regal, hast du ein Buch oder keine Ahnung was, Karten oder keine Ahnung, Spielzeuge hast du da drin. Komm drauf, während der Fahrt fährt deine Antenne hoch. Deswegen mit Klemme 15 passiert das nicht mehr, weil in dem Moment, wie du die Kontakt hast, ist vorbei. Bist du die, genau, Zündung an, dann brauchst du, in dem Moment, wie du irgendwo Motor aus ist, dann fährt die Antenne hoch. Und deswegen ist so wichtig, eine D Plus Vorbereitung zu haben oder zu machen. Oder wie gesagt, noch besser wäre Klemme 15, aber D Plus ist auch. Also dieser Fall mit das Buch kann passieren, aber ist 0,0, keine Ahnung, ja? So, D Plus brauchen wir. Und jetzt haben wir vieles Mal, wo ich habe gesagt, der Kunde kommt, ich möchte eine Antenne. Gut, wer was möchte, sie lassen wir, der Kunde lässt sich beraten, dann ich möchte diese Antenne. Dann bauen wir die Antenne. Und dann, wir sagen zu den Leuten, kostet so und so viel, wenn da vorbereitet ist. Überleg mal, in diesem Moment, wir bauen eine Oyster 5 Twin. Und haben wir mit dem Kunden gesprochen. Kostet so und so viel, wenn die Vorbereitung da ist. Und der Kunde sagt, ja, Vorbereitung ist da. Und hat er recht. Und ich zeige euch. Wir haben diese Kabel, ist die Antenne. Der kommt in den Receiver, dann der andere ist dieses Kabel und der kommt in diese Box hier und der ist verbunden mit dem Fernseher. So, haben wir einmal. Dann hier haben wir Plus, Minus, D Plus und so weiter. Die ganze Vorbereitung, Leute, ist hier, kann man richtig und klar sehen. Und das gleiche ist hier, ja. So, das ist eine Vorbereitung. In unserem Fall ist auch eine Twin. Bedeutet, wir brauchen noch ein Kabel zu der hinteren Fernseher. Und das ist unser zweites Kabel. Erster Kabel, zweiter Kabel. Und der geht hier hinten. Ich kann noch Licht anmachen. Und der geht hier hinten. Hier ist meine zweite Fernseher. Ja, der Kabel ist hier oben. Fertig. Dann, für was bezahlt ihr? Bezahlt für Montage von Antenne. Kabel, Dachdurchführung, Kabel bis zu dieser Vorbereitung, Montage von Receiver, Update und so weiter. Ja, aber in diesem Preis ist keine D Plus und ist keine Vorbereitung für die hintere Twin-Kabel. Überleg mal, wenn ich muss jetzt der Kabel von hier nach da, ist mindestens eine, zwei Stunden Arbeit
wenn ist noch der D Plus da, das kommen mindestens 300-400 Euro mehr Arbeit und Material und so weiter. Und das ist nicht in der Preis. Und bitte nicht böse sein, wenn ich frage, gibt es eine Vorbereitung da? Und ihr sagt wahrscheinlich. Und wenn es keine Vorbereitung wie hier in diese Karthago, das muss man extra diese Job diese bezahlen. Ja? Hier ist der Plus, ja? Oder der Orange oder der Lila. Und hier, ich glaube, ist der Plus ist der und der Plus ist der. Und das muss ich nur hier anschließen. Dann die Kabel muss ich bis da legen. Hier kommt der Receiver und fertig. Ja, so genau das ist das Thema. Bitte, bitte aufpassen, für was ihr bezahlt. Ihr bekommt eine Vorbereitung. Ja. Haben wir noch den Fall vor 2-3 Wochen. Wir haben so ein bisschen mit der Kunde, weil er hat nicht verstanden, was ich ihm erkläre. Ich sage, ja, aber mein Fernseher war schon da. Ja, ich weiß nicht, wie hat der früher funktioniert. Wahrscheinlich nur diese alte, keine Ahnung wie der heißt. DVBT, keiner, digital Terrestre, ja, weil wir sind im Schrank, da haben wir alles, wo die alte Antenne war, und da war viele Kabel, aber nie eine geht drüber auf die andere Seite zum Fernseher. Und dann habe ich ihm gezeigt, ich sage, guck mal, habe ich eine kleine Fernseher, haben wir so zu testen und so, guck mal, hier, ich habe Signal, so guck mal, gucken wir Sendungen, gucken, alles funktioniert, alles wunderbar. Aber gar keine Kabel von was hier in diese Schrank ist, geht drüber zum Kühlschrank. Dann haben wir der Fernseher war über Kühlschrank, deswegen. War eine Kabel, die kommt irgendwo draußen, war eine Kabel mit so etwas von alten Besitzer. Kommt auf dem Dach, da hat er eine Antenne, keine Ahnung, eine komische. Ich habe jede Kabel verfolgt und zu der Kunde gezeigt und sagt, jetzt ist mehr Arbeit, dass ich muss ein Kabel von hier zum Fernseher bringen und das ist nicht in der Preis, was haben Sie bezahlt? So, Sie haben für eine Antenne bezahlt, schau mal, schon montiert, rein, Dachdurchspülung, alles, diese Receiver, das ist kein Receiver eigentlich, das haben wir auch ein Theater mit einer Dame, ist das der Steuergerät von der Antenne, ja, aber kein Kabel geht zu dem Fernseher und das ist mehr Arbeit und das muss man bezahlen für diese extra Arbeit. Warum muss man keine Receiver sagen? Schau mal. Mal sehen, wo das Steuergerät ist. Das ist keine Receiver, es ist ein Steuergerät. Ja, so, das ist Steuergerät, kein Receiver. Wir haben ein kleines Theater mit einer Dame, die hat eine uralte Antenne und eine alte Fernseher und eine Receiver. Und dann, die Antenne geht nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, haben wir mit den Haft telefoniert. Ja, die geht nicht mehr. Kannst du nicht mehr Update machen und sowieso. Haben wir entschieden, neue Antenne, haben wir eingebaut und alles gut. Und dann die kommt und, boah, sie hat angefangen, mit einem Theater zu machen. Warum habe ich die Antenne gewechselt? Ihr habt mir gesagt, dass ihr tauscht meine Receiver. Mein Receiver ist noch da. Boah, ich habe gebraucht, 20 Minuten, 30 Minuten zu der Dame zu erklären, das ist eine Receiver, die muss da bleiben und sonst bekommen sie keine Sendung an ihre Fernseher. Ihr Fernseher ist alt, der braucht eine Receiver. Ohne diese Receiver geht nicht. Die neuen Fernseher haben die Receiver im Fernseher direkt. Dann kommst du mit dem Kabel vom Steuergerät direkt in den Fernseher und dann geht dein Fernseher. Nun, in dem Fall von der Dame, der Kabel kommt von Steuergerät in Receiver, von Receiver in Fernseher und dann hat die Dame
die Sendungen gesehen. Mein Gott, und die war so, und ich konnte nicht, ich wusste nicht, wie kann ich die leise machen, wie kann ich die, warten Sie, ich erzähle, das ist ein Steuergerät, und bis habe ich die, das war ein Tag. So, das ist kein Receiver, Leute, das ist das Steuergerät. Ohne dieses Steuergerät, die Antenne weiß nicht, was zu machen. Wenn soll die ausfahren, was muss die machen, wo soll die drehen, wo soll die Satellit finden und so weiter. Das ist ein Steuergerät, ist kein Receiver. Die meisten Fernseher von heute, oder alle die Fernseher von heute, haben einen Receiver drin. Deswegen aufpassen, wenn ihr eine alte Fernseher habt mit Receiver, dann der bleibt sowieso drin, egal was. Ja, das war mein kleines Film von heute aus Bayern. Wir haben hier genug zu tun. Ist normal, Saison hat angefangen und die Leute wollen dahin fahren und dahin, dann kommen die auch ohne Termin und so weiter. Leute, bei jeder Antenne eine D+ ist ein Muss. Wenn gar keine da ist, dann ihr muss für eine bezahlen. Oder macht ihr selbst, gibt es viele, die Handwerker sind, könnt ihr machen, bringt eine D+. Oder schreiben wir auf dem Rechnung, dass der Kunde verpflichtet ist, die Antenne nicht offen zu vergessen. Und fertig, kein Problem. So, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal. Wir sind in Mönchengladbach, in der Nähe von Düsseldorf. Und wir sind hier im Brockberg. Bei Landshut in Bayern. Julian sagt Tschüss.